So Leute, ihr habt jahrelang drauf gewartet. Endlich geht es weiter mit Es bleibt spannend. Partie 100. Ja, wir haben es nicht geschafft, uns zu treffen, um Over the Board zu spielen. Aber trotzdem soll die Reihe weitergehen. Ich gebe mich hier noch lange nicht geschlagen. Wenn ich es schaffe, alle 100 Spiele ihn einmal am Rande einer Niederlage zu haben, dann ist das ja schon mal was. Vielleicht klappt es. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter. Wir gehen zurück ins Spiel rein. Ich habe ihn gemutet. Jan ist im Discord, aber ich habe ihn natürlich gemutet. Und er hat auch schon seinen Zug gemacht. Nikola muss nur noch die Partie einblenden. Nikola? Muss noch die Partie einblenden? Ja, okay. So, und er hat eröffnet hier mit E4, E5 und es geht los. Ich bin 0,0 aufgeregt. Er ist ja kein Elden Ring-Boss oder so. Ja, die Fragen für Jan könntet ihr gleich am besten, wie viele Jahre müsste Ede trainieren und so weiter. All diese Fragen, die würde ich jetzt erstmal aufsparen. Dann können wir gleich nach dem Matchup, können wir die an Jan weitergeben. Das ist aber auch neu, oder? Soll ich den snacken? Dann kommt er, oder was? Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken, was hat es denn damit jetzt auf sich so früh? Guter Move, hier den rausgerückt, damit ich hier die beiden Felder mit dem Springer so nicht mehr bedienen kann. Könnte schlagen, ich schlag zurück. Hätte ich hier einen Doppelangriff. Er geht zurück. Ich gehe, er geht. Ich müsste mal gucken. Ist das eine Option?
Ich glaube, ich da hinstellen. Und der kommt. Gibt eigentlich nur das Feld. Oder das. Oder das. Ein Doppelangriff auf das Feld, ne? Und ich nur einfach. Ah, das war dumm. Den tauscht er ab. Das war dumm. Jetzt muss ich den F-Bauern opfern. Oh, war das dumm. Ich wollte hier noch einen zweiten. Und jetzt kann er auch einfach hier. Wie dumm, Alter! Oh, was ein Dreckszug. Ah, ich muss ihm sagen, bevor er zieht, dass ich selber weiß, dass es ein Dreckszug war. Aus Discord. Also war ein richtiger Dreckszug von mir. Lass mich. Ah, es war so dumm. Ah, es war so dumm. Jesus Christ, das regt mich so auf. Ja, Mann, ey. So eine dumme Scheiße. Wieso mache ich so einen dummen Dreck? Ich zeige auch noch den Zug vorher an und mache ihn trotzdem, ey. Das ist so ärgerlich. Oh, wie habe ich das Format vermisst, ey. Ich fühle mich schon nach einer Minute Schach, fühle ich mich so wie nach 200 Mal gegen Relana kämpfen, ey. So eine Ficke, ey. So ein... Ist auch zweimal hier, ist auch scheiße, ey. Mann, ey. Aber der Selbsthass bei Schach ist nicht von dieser Welt. Das ist einfach so.
Tschüss. So, da sind wir wieder. Machen wir Analyse? Ja, was willst du da groß analysieren, ey? Ja, Anfang war gut. Dann ja, der Einsteller mit Läufer E6, ne? Dann den Doppelangriff zulassen. Ja. Okay. Machen wir Schnellanalyse hier. Bauer E4. Warst du im Labor, die Figuren rauszukriegen? Ja, hat gut geklappt, die ersten Züge. Nein. Ironisches Lob. Nein. Es ist jetzt eingesackt hier, die Leere der ersten Partie. Speer F6, die Berliner Mauer, kurze Rochade. Hier habe ich eben schon ein bisschen erklärt, ist immer eine schwierige Frage, wann diesen Bauern schlagen, wann nicht, auch umgekehrt mit vertauschten Farben, wann ihn decken, wann nicht. Hier die Hauptfrage ist, den Bauern zu schlagen und danach. Wird es schnell. Sehr kompliziert, Hiebs. Ja, diese frühe Rochade da mit dem drohenden Turm auf E1, das hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil dann der König dann eventuell, wenn ich das Pferdchen da müsste, ach, keine Ahnung, es war mir schon wieder, da bin ich lieber auf Sicherheit gegangen. Ja, ist auch gefährlich, aber das ist der Hauptzug. Ich habe gerade eine Partie in der Bundesliga, kam ja wie so. Oh, man gibt den Bauern zurück, bringt einen König in Sicherheit. Es geht irgendwie weiter. Aber auch nach D6 war okay. Jetzt kann ich mit Weiß, ich kann versuchen, den Gleichdruck zu machen mit Bauern nach D4. Ich habe den klassischen Plan gespielt, den Bauern decken. Und dann die Mitte mit meinem Bauern versuchen zu besetzen. Turm nach E1. Läufer raus, alles. Läufer raus. Bauern nach A6, auch okay. B5, vertreibt den Läufer. Läufer raus. Auch. Hallo, jetzt höre ich dich nicht mehr. Oh nein, ist Internet weg? Seid ihr noch da? Sechs, dann ist halt vorbei. Warte, du warst kurz weg. Bist du noch da? Irgendwas ist hier. Ist mein Internet oder dein Internet? Nikola? Ja, Jan hat gerade Probleme. Wer hat Probleme? Ich glaube, Jan hat gerade Probleme, oder? Wenigstens mein Internet ist besser als er. Also seins. Was steht in seinem Chat? Können die ihn hören? Ah. Nope. Ich habe ihn zum Offline. Die gebrochen. Ey, ich könnte mich so. Wirklich, Leute, ihr könnt es euch. Es ist ja. Ich versuche das mal kurz, während Jan jetzt hier kein Internet hat, nur mal kurz zu erklären. Es ist ja klar, dass ich gegen ihn verliere. Darum geht's doch gar nicht. Es ist ja ziemlich sicher, dass ich verliere. Aber ich kann es ihm ja nicht durch solche Blunder so einfach machen. So völlig, wo er noch gar nichts gemacht hat. So Standardzüge, wo ich einfach, also das ist, was mich selber an mir so verzweifeln lässt. So, dass ich selber noch zeige, wo die Probleme sind. Aber ich komme irgendwie nicht in diesen Konzentrationsmodus, den man braucht, damit man solche Blunder eben nicht macht. Sondern es ist okay, wenn er da irgendwelche Fallen stellt oder irgendwie im 26. Zug ich die Übersicht und die Zeit verliere und so weiter. Das ist alles in Ordnung, das ist alles eingepreist. Aber nicht so schäbig da reinstellen. Das wirklich, das nimmt mir die Lebenslust. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich versuche euch wirklich zu erklären, wie es innerlich in mir aussieht und ihr wollt es nicht wissen. Es ist der pure Selbsthass. Es ist der pure Selbsthass. Stellt euch vor, ihr habt eine richtige Dummheit begangen im Leben und ihr müsst mit dieser Dummheit leben und ihr könnt sie nicht zurückdrehen, egal was ihr macht. Egal was ihr macht, ihr könnt es nicht mehr zurückmachen. Ja, hallo? Ja, moin. Das Internet hat sich gleich aufgehangen. Hier bei Läufer nach E6 ist mein Stream sofort weggebrochen. Ja. Verständlich. Ja, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Also wenn du meine Perspektive dir angucken wirst, wirst du sehen, dass ich noch diesen Zug, also D5, den habe ich sogar vorher, wirklich eine Sekunde vorher noch besprochen.
Und das macht, es treibt mich zur Verzweiflung, dieser Zug, den ich da gemacht habe. Es treibt mich wirklich so, ich meine, der Gedanke, das Problem ist, ein Gedanke verdrängt bei mir den anderen. Weißt du, was ich meine? In dem Moment wollte ich einfach das Feld doppelt angreifen mit Springer und Läufer, aber ich habe den Gedanken, den ich davor hatte, dadurch verschoben. Da ist keine Stimme in meinem Kopf, die sagt, ja, gute Idee, aber. Erste, ich habe es nicht so sehr beim Schach, sonst habe ich so ungefähr 70 Mal täglich, ich gehe wohin auch immer, in die Küche, weil ich irgendeinen Plan hatte in der Küche, komme dann in der Küche an, habe den Plan wieder vergessen und mach dann irgendwas anderes. Aber ich weiß nicht, ja, beim Schach ist halt erst gute alte Mustererkennung, wenn du das Problem häufig genug hattest, dann irgendwann passiert es ja halt nicht mehr, weil der Kopf einfach auf E6 ausschließt wegen der Gabel. Ne? Aber, was wäre denn hier in der Situation dann jetzt gut gewesen für mich? Der Standardplan hier ist nicht besonders spannend, aber ist meistens so, sich hier ein Luftloch zu machen, aber auch nach H6, wenn er auch das hier die Figur hingehen kann und dann den Turm hier in die Mitte, Turm nach E8, glaube ich mal irgendwas, wahrscheinlich auch so Turm rüber, Springer weg, den Läufer hier hin, alles nicht sehr aktiv, aber man stellt sich erstmal sicher hier hin, versucht die Felder zu decken, der Turm macht Druck hier drauf und dann mal gucken, weiß ich ein bisschen besser wegen des, weil Weiß angefangen hat, aber das ist so der typische Plan in solchen Stellungen. Magnus spielt immer H6, Turm, E8, Läufer, F8, dann mal gucken. Ist der klassische Magnus-Carlsen-Plan. Also es war gut, dass du hier nicht geschlagen hast. Ja. Sorry, it's it. Nee, ich meine, ich muss zu diesem dann mal gucken hinkommen. Das ist, glaube ich, so das erste Ziel, was man als Schachanfänger haben sollte. So erstmal so eine Grundstruktur finden, die in der man einigermaßen sicher ist, so wo noch nicht irgendwas Schlimmes passiert ist und dann mal gucken. Dann fängt ja erst so das Midgame an, wo dann auch Sachen passieren. Aber ich schaffe es zu selten in die Dann-mal-gucken-Phase. Zumindest gegen dich. Ja, es ist natürlich auch ein gemeines Format, weil selbst wenn du gut spielst, so logischerweise Außenseiter bist. Das sind ja nicht so die lernen die kleinen Erfolgserlebnisse zwischendurch, ne? So Balatro, ich bin nicht der beste Balatro-Spieler der Welt, aber zack, das Spiel baut einen ja systematisch auf. Das war dieses Format nicht so. Es soll dich ja eher systematisch brechen. Haben wir das geschafft? Ja. Das war ungefähr nach Partie 3, glaube ich, schon der Fall. Seitdem ist es einfach nur noch purer Masochismus. Ja, ja. Geht mir nicht anders auf der anderen Seite. Das schmeckt. Na gut. Wir tun natürlich so, als würden wir es hier machen, um den Leuten zu erklären, was sind typische Anfängerfehler, wie kann man lernen, dies, das, jenes. Aber ich quäle halt auch gerne. Ja, ich weiß. Das ist übrigens mir schon aufgefallen, dass so bei Schach wirst du eine andere Persönlichkeit. Also du bist ja, viele wissen das ja gar nicht, in echt bist du ja ein ganz netter Mensch. So wirklich zuvorkommend, höflich, gut erzogen. Ich will jetzt nicht das Wort sympathisch direkt benutzen, aber schon ein okayer Typ so, ja. Aber wenn es um Schach geht, da merke ich so ein bisschen so Dexter-mäßig fühlt sich das an. So eine gewisse Lust am Killen. Also so ein bisschen so jemand, der das blutige Messer noch ableckt und sagt, ja, es war schade, dass der tot ist, aber es schmeckt so lecker, das Blut. Ja, ja, aber ich habe einen Kodex. Also ich gewinne nur gegen andere Serienkiller. Eine schlechte Analogie. Nee, natürlich, aber ich glaube, das brauchst du auch ein bisschen. Ne? Wenn du in irgendwas kompetitiv bist, braucht man auch diesen Drive. Ne? Also vielleicht muss man nicht das Messer ablecken. Gab es nicht irgendwie, du weißt das, es gab ja so diesen einen, wer war das? Irgendein NBA-Spieler, der gegen irgendeinen, weiß nicht, oder ist das diese Michael Jordan-Story, wo es hieß, wenn irgend so ein Kind gegen ihn scored, dann kriegen alle Kinder da 100 Paar oder so Air Jordans. Und er hat das Kind geblockt und dann dagegen das Kind gedankt oder irgendwie so. Ja, kann ich verstehen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen assi. Aber sonst, ich habe auch manchmal so simultan vorstellen, wenn man gegen mehrere Leute gleichzeitig spielt. Ich verliere auch ungern, um irgendwie Kindern eine Freude zu machen. Weil halt irgendwie so viel in seiner Identität. Ich lasse meine Kinder eigentlich auch bei allem gewinnen, aber ich würde sie nie im Schach gewinnen. Echt? Also, ja. Ich lasse sie zum Beispiel selten gewinnen. Wir spielen auf Rummy Cup und so.
Und ich versuche die wirklich also nach Strich und Faden auch wirklich knallhart abzuziehen. Und wenn sie dann heulen, ehrlich gesagt, mache ich dann auch Scherze. Ja, ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das pädagogisch wertvoll ist. Weil, also ja, mir hat es nicht, hat es mir geschadet. Ja. Aber ich dachte, wenn ich sogar Schach gewinnen lasse, untergrabe ich meine Autorität. Zu sehr. Ich finde halt, man muss es ja auch sich erarbeiten. Es ist ja nichts wert, wenn es dir geschenkt wird. Absolut. Nee, ich denke auch, es ist so ein Zwischending. Und ich muss gestehen, manche Sachen, so Memory, tue ich dann so, als würde ich sie gewinnen lassen. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich auch keine Chance. Ja. Ja, Memory können Kinder erstaunlich gut. Ich weiß auch nicht, warum. Sie haben eine sehr schlechte Taktik, aber sie können sich halt alles merken. Naja, das ist frustrierend. So. Ja gut, also zurück zu Läufer E6. Das war ja, natürlich genau, kein E6 guter Zug. Ist schon durch, ne? Der Doppelangriff. Da war schon vorbei, ja. Figur. Danach, der Rest ist eigentlich hier. Da war ich eigentlich auch schon kurz vorm Aufgeben, aber weil wir so lange nicht gemacht haben und so, wollte ich jetzt nicht direkt schon, sonst schimpfen alle wieder, dass ich so schnell aufgebe, aber... Ja, das ist eine beliebte Diskussion. Ich glaube, kann man machen, wie man Bock hat, aber ich glaube auch, dass du nicht so viel lernst aus diesen Situationen, wenn du Figur weniger hast. Also wichtiger ist der Kram davor. Die Leute sagen häufig, hä, spiel doch weiter, wir wollen doch sehen, wie es ausgeht, aber ist halt... Ja, ich glaube, es sind vor allen Dingen Leute, die selber nicht so viel Schacherfahrung vielleicht haben und nicht wissen, was das für ein unfassbares Ungleichgewicht ist, wenn man schon nur in Anführungsstrichen einen Bauern weniger hat gegen den Großmeister. Wenn man dann noch eine Leichtfigur plus eine schlechtere Positionierung auf dem Feld hat, also das ist einfach, das spürt man dann beim Spielen schon sehr, sehr deutlich. Also das ist einfach dann ein langes Sterben sozusagen, was wirklich auch keinen Spaß macht. Also das mache ich dann nicht aus Trotz oder so, das ist alles scheißegal, jetzt habe ich einen Blunder gemacht, sondern einfach, weil man kann natürlich argumentieren, die Partie ist schon vor der Partie de facto gelaufen, aber zumindest besteht da noch eine gewisse Chancengleichheit, bis sie halt irgendwann nicht mehr besteht. Aber ja, ich muss es auch mal dazu sagen. Den pädagogischen Effekt, ich glaube, unsere Millionen Zuschauer lernen auch nicht so viel aus der Phase, wenn ich eine Figur mehr habe, weil die spannenden Entscheidungen sind halt eher vorher. Das wäre, ich finde es auch in Ordnung, aber es ist natürlich auch Schach, man kann immer aufgeben, weil man Bock hat. Es gibt ja keinen Ehrenkodex. Man muss früh aufgeben oder spät oder was auch immer. Das kann jeder machen, wer will. Aber hier, wie gesagt, also ich glaube auch auf niedrigerem Niveau, so eine Figur mehr macht schon einen großen Unterschied. Selbst wenn beide Seiten Fehler machen können, das ist aber eine Einheit mehr, mit der man arbeiten kann. Deshalb ist es wahrscheinlicher, dass die Seite mit der Figur weniger dann auch noch mehr Fehler macht. Weil in der Partie war es ja auch so, jetzt hier, ich laufe mehr, es kommt gleich der nächste Angriff. Da ist halt auch viel leichter Druck zu machen. Es ist halt auch nochmal was anderes, wenn das jetzt bei Zugzwang wäre und ich da mit Leuten auf meinem Niveau oder so spielen würde, dann würde ich da natürlich niemals aufgeben, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es nochmal eine Situation gibt, wo ich auch nochmal was gewinne oder so, ne? Also das ist auch nochmal von Situation zu Situation unterschiedlich. Aber gegen Großmeister ist halt, da muss man halt auch wissen, wo die Grenzen sind. Also im Rahmen des komplett grenzenlosen Auftrags hier. Ja, hier ist vorbei, du kannst die Figur natürlich noch retten, aber mit einer Figur mehr, ich kann hier zur Not alles runtertauschen und je mehr Kram verschwindet, desto wichtiger ist meine verbliebene Mehreinheit am Ende. Also hier gibt es relativ wenig Hoffnung, so Dame E8 war dann das Ende mit Schrecken, aber ändert nicht viel im Gesamtausgang. Jo! Die Leute wollen Partie 101, wir müssen knapp um 17 Uhr dieses Teil Tuesday spielen. Wir haben noch nie eine halbe Stunde gespielt. Ja, stimmt auch.